Hallo und willkommen zurück zu Spore. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen Chaos gehabt mit dem Terraforming und hast du nicht gesehen. Und zum Ende haben wir angefangen, hier die Systeme zu kaufen und da werden wir jetzt hier weitermachen. Ein T0-Planet ist theoretisch 500.000. Wir werden aber wieder abspeichern. Okay, da haben wir verkackt. Also wollte er den nicht für verkaufen. Das heißt, wir werden jetzt zurück zum Hauptmenü. Nicht speichern. Nicht speichern. Und dann werden wir wieder laden. Weil, because, yo. Ich verstehe nicht, warum. In der Liste stand drin, 500.000 ist in Ordnung. Aber scheinbar bei einem T0-Planeten. Dann kaufen wir ihn halt für 1 Million. So, bam. Yay. Noch einen Planeten gekauft. Yay. So. Okay. So, jetzt hat der nur noch zwei Systeme und da werden wir jetzt auch gleich noch Handelsrouten einrichten. Und dann hoffen wir mal, dass wir schneller die Handelsrouten einrichten können, als er neu siedelt. Weil das passiert auch ziemlich oft mit dieser Methode, Reiche zu übernehmen, dass sie dann einfach weiter kolonisieren. Oh, der hat zwei T3-Systeme. Eieiei, das sind 20.000. 20 Millionen. So. So, ja, jetzt müssen wir hier erstmal. Fuck. Was ist hier los? Wieso ist da was markiert? Hä? Okay, so, aber wir werden jetzt hier erstmal. Ich muss jetzt hier erstmal hingucken, Gott verdammt. Ah nee, der war ja T3, das war ja in Ordnung. Aber wir können hier nochmal kurz. So. Und den war das, glaube ich. Buga. Buga. Den habe ich aus Versehen. Ne, den. Ne, den ersten habe ich, glaube ich, zu Tode gestürzt, ne? Schauen wir mal. Jetzt müssen wir hier so ein Vieh finden. Ich will bloß einen davon haben. So. Okay, können wir den hier wegklicken? Hallo? So. Damit wir bei dem anderen, weil ich habe ja jetzt da dafür als Ersatz einen anderen runtergedroppt. Damit wir als Ersatz, ja, den dann halt noch droppen können. Wenn wir den halt auf T3 haben. So, dann können wir jetzt hier noch eine Kolonie machen. Ja, wenn man in Panik verfällt, ist das immer ein Problem. So, jetzt lass uns mal runter gucken. Wir haben da ein Pflanzenfresser, zwei Pflanzenfresser, ein Fleischfresser und alle Pflanzen. Okay, passt. Das passt. Jetzt müssen wir nur. Oh, der ist sogar stabil, der bewegt sich nicht. Ist ja geil. Schorgel. Also war der schon lange genug in dem Zustand, dass er einen stabilen Zustand ein. Gehen konnte. So, als erstes wieder die Pflanzen ablegen. Dann können wir auch unsere Wildtiere droppen. Diesmal vorsichtig gedroppt und nicht zu Tode gestürzt. Okay, so, und dann können wir die nächste Kolonie machen.
Alter Schwede, was ist denn hier los? Hello. Fünfhunderttausend. 550.000. Ich glaube, Takt. Hat er wohl schlecht geschissen. Das wird dann wohl unser nächstes Ziel für Waffentests. Ne, hier sind wir. Oh ne, doch, hier sind wir richtig. Okay. So. Lager, Verteidigung, Bioprotektor, Biostabilisator, Friesenheitsgedöns. Bäm. So geht das. So muss das. So muss das. So. Dann können wir hier fix wieder die Gebäude rein. Go, 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 go. Das war, glaube ich, auch noch klein, ne? So, Fabrik, Fabrik, Unterhaltung, Fabrik, Unterhaltung, Unterhaltung. Passt. So, wir sollten auch mal, glaube ich, mal ein paar T3-Planeten übernehmen von den Leuten, weil HQs, also jetzt nicht nur T3s, sondern ich meine eigentlich Hauptplaneten, also Startplaneten von den Völkern, die haben größere Lager, also da sind größere Lager möglich. Ich glaube 90 oder so ist da das Maximum. Bin mir aber nicht sicher. Kann auch mehr sein. Während man ja sehen kann, dass bei Kolonien maximal bis 30 gehen. Was ich persönlich ziemlich scheiße finde, aber ja, kann man nichts machen. Kumo nichts machen. Kann sein, dass es vielleicht bei einem anderen Archetypen größere Lagermöglichkeiten gibt, aber bei unserem Ecologist Archetype geht das halt nicht. Stimmt auch alles. So, zack, die Boni und eine Stadt noch und dann ist das System fast fertig, bis auf den Loyalitätsverstärker. So. Okay. Wenn du so ein großes Reich hast wie die Groggs mit über 2400 Systemen, ey, na gut, die haben größtenteils nur T0 und T1 zum Galaxiekern, haben sie höhere, ich glaube T2 und ich glaube ein paar T3, ja. Aber die Masse ist T0, weil sie Anti-Terraforming sind. Joa, da wirst du ja einen Rappel kriegen, wenn du das alles manuell machst. Da musst du dir auf jeden Fall Zeit lassen, weil sonst gehst du ja kaputt dabei. Also, das über einen längeren Zeitraum machen, meine ich. Imperiengründer. Maximiere Kolonien auf 10 Planeten. Yay. Den Erfolg habe ich, glaube ich, noch nie gekriegt, weil ich das noch nie gemacht habe. Ich habe immer ab T2 habe ich das dann gelassen. So. Ich will daneben. Boah. So. Können wir nochmal auf dem HP landen und gleich mal wieder was einsammeln. Also hier unsere Kolo-Sachen. Barbier. Ja, fällt mir ein, wir können ja eigentlich hier auch auf dem HP. Das Problem ist, der HP, der hat ein anderes Layout als die Kolonien. Deswegen kann man da, sieht man auch hier, produziert 1,35 pro Stunde. Also geht das hier nicht so cool. Was ist das hier? Mhm.
Was ist das? Das ist Unterhaltung. Also macht hier nicht sehr viel Sinn, hier das großartig auszubauen, weil man kommt hier nicht sonderlich hoch. Selbst wenn man mal, wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also wir könnten, oh doch, wir würden auf 30 kommen, wenn wir das hier auf, wie viel haben wir den? Auf 3,15 haben wir den gemaxt, okay. Boah, na ja gut, wird man doch auf 30 pro Stunde kommen. So. Da, und wir können jetzt 100 theoretisch einlagern auf unserem HP. Was ja doch ganz schön fett ist. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Ich glaube, hier kommt man keine Kolonien draufsetzen, weil die auch kein Spice ist. Deswegen. Aha, so ging das nicht. Oder? Ne, geht nicht, weil wir hier keinen Spice auf dem Planeten haben. Deswegen können wir hier nicht. Also, wir können ihn maximal terraformen, wenn wir wollen. Können wir vielleicht zum späteren Zeitpunkt mal machen, aber so macht das ja keinen Sinn. Und ich würde sagen, wir werden dann mal noch hier in das System hier gehen. Und. Oh, warte mal, hier können wir auch noch so ein Ding droppen. Ein Monolith. Und zwar auf dem T3er hier. Yep, das haben wir schon mal gesehen, deswegen können wir das abbrechen. So, bim, 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 bim. So, wo wollte ich hin? Da hinten wollte ich hin. Dort werden wir jetzt noch, ja, das werden wir auf T3 machen. Ich denke mal, das werden wir jetzt nicht in der Folge mehr schaffen. Komplett, aber wir geben unser Bestes. Grün, blau. Verlierer geben ihr Bestes, Gewinner. Die Ballkönigin. So, was sagt denn hier unser Terrascure? Das ist ja auch richtig widerlich hier auf dem Planeten. Oh, und da war das ganze Wasser weg. Leel. Damit ganz Wasser verdampft, oder was? So, komm, komm, go, 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 go. Das soll doch eigentlich. Achso, wir können ja auch mal eine Kolonie droppen, ne? Ich vergesse das immer. So. Dann. Hallo? Achso, weil wir die Kolonie gerade bauen, geht das mal wieder nicht. Come on! So, runter und ganz vorsichtig. Oh, 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 oh. Halt! Oh nein! 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 Schon wieder verkackt, ey. Scheiße. Oh, ich könnte kotzen. Okay, also müssen wir da eine Medium-Pflanze mitnehmen und eins von den Viechern. Oh, ich könnte so kotzen. Warte mal, das war das erste Vieh, was wir gedroppt haben. Also, den brauchen wir.
Ist auf jeden Fall ein interessanter Planet, der so aussieht. Den habe ich jetzt markiert gehabt. Den Mozilla. Ach, die Kühe. So, und dann will ich noch einen Medium-Baum. Oder? Ja, einmal Medium. Was sind die? Okay. So, okay, das sollte jetzt alles passen. Ach, ist das nervig, eh. Ist das nervig. Nee, nicht den. Ach, da hinten waren wir. Oh, come on! Oh, und irgendwas ist da... Oh, und unser erster Monolith ist in die Weltraumphase eingetreten. Ah, hier. Oh. Ja. So. So, meine Freunde. Nee, das sind meine, oder? Aber hier ist ja ordentlich was los. Hier ist ja Party, ist ja hier. So. Maximum Objekt 1000. So. 2000. Das sind ja aus hier kleine Banditos gewesen. Für alles, ne? Okay. Dann. Wo waren wir da jetzt eigentlich stehen geblieben? Hatten wir den da jetzt auf T3? Nee, ne? Also jetzt zurück. Ah, wie nervig. Da hinten hin. Okay, den haben wir noch gar nicht mal hier angeguckt, den Planeten. Da werden wir hier mal hin. Hello! Was ist ja nur Schrott, Junge. Obwohl. So, wie viel brauchen wir da jetzt noch? Drei. Drö. So, da wollen wir hin. Hier sind wir jetzt hier. So nervig. Das ist das Problem, wenn man so viele Reiche, verschiedene Reiche in seiner Umgebung hat. Forderung ignorieren. Ich glaube, wir sollten die demnächst mal angreifen. Wir werden das Terraforming zu Ende machen und dann in der nächsten Folge werden wir mal ein bisschen Gangbang machen, denke ich mal. Hurry, 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 hurry. So. Hitzestrahl. Ah, wie nervig, ey.
Da will man nur einmal in 10.000 Stunden einen einzigen Planeten terraformen. Und dann sowas. Nee, 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 nee. Kein Respekt, die Leute. Kein Respekt. Vor allem die Aliens nicht. So, oder, ja, ich denke mal, das Ausbauen wird auch noch wieder dauern. Vielleicht machen wir in der nächsten Folge auch erst den anderen Planeten erst noch. Hm. Schauen wir mal. Oh, wo fliegt der da hin? Oh, 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 pass auf da. Muss da nicht gleich Gangbang machen. So. Bam, 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 bam. So geil da. Ja, ich denke mal, wir werden damit zu, werden diese Folge jetzt nur noch hier diesen Planeten fertig kriegen. Ja, nehmen wir mal den, der sieht cool aus. So. Und dann müssen wir auch demnächst mal wieder uns darum kümmern, ein paar Credits zusammenzukriegen. Oh. Weil wir da auch noch zwei Systeme gerade wieder am Kaufen sind. Ah, ja. Top. Next. Ach, warte mal, machen wir wieder erst die Geschütze, damit wir da nicht wieder hinter den Gebäuden so hin und her schlängeln müssen. Wie schon an Credits ausgegeben haben. Cheesels, Kreisels. Bam. Fertig. Next. So. Piu, 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 piu.
Ist das nicht spannend? Wahnsinn, ne? Chisels, Chisels, Chisels. So verdammt spannend. Immer und immer wieder dasselbe. Eieieiei. Ist das spannend, ey? Oh. Mir geht gleich einer ab. So spannend ist das. Ah, oh, nee, du. Jo. Was sagt er hier eigentlich? Oh, er ist auch fertig. Gut, dann haben wir alles bis auf einen Planet. Haben wir überhaupt genug? Ja, wir haben genau 3 Kolonies jetzt noch für den letzten Planeten. So, gut. Schäfen wir die Suppe ab. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye!